Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage. Die Zukunft wird ganz anders aussehen, glaube ich, nach dieser Pandemie als die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit ging es viel zu sehr um Effizienz und kurzfristige wirtschaftliche Ziele zu erreichen. In der Zukunft, glaube ich, wird das Schlagwort Resilienz sein. Wie gut aufgestellt sind wir, um zukünftige Schocks zu absorbieren? Wie robust ist unser System? Und die Pandemie hat genau aufgezeigt, dass gerade da die größten Schwächen bestehen. Und daher in Bezug auf das Koalitionspaket, ich glaube, es ist eine wichtige Mischung von kurzfristigen und längerfristigen Maßnahmen, aber man muss sie gedanklich richtig einordnen. In der kurzen Frist gibt es große soziale und wirtschaftliche Härten, die beglichen werden müssen. Und daher die Maßnahmen, die vorgeschlagen worden sind, in Bezug auf Familien, in Bezug auf prekäre Arbeit und so weiter, sind sehr sinnvoll. In der mittleren und längeren Frist müssen wir uns überlegen, wie wir relativ schnell Resilienz schaffen. Das bedeutet, wir gehen über in eine neue Welt, die einfach besser imstande ist, auf neue Dinge zu reagieren. Das mag eine neue Form von Globalisierung sein, es kann neuer technologischer Schwung sein, Klimawandel, neue Arten von Finanzkrisen, Armut Schuldenstände, die langfristig bewältigt werden müssen. Das sind alles große Probleme, die wir haben. Und jetzt müssen wir die Grundsteine legen, um mit diesen Problemen fertig zu werden. Ich glaube, wir müssen die ganzen Ziele für nachhaltige Entwicklung einfach im Sinn behalten. Wenn wir uns vornehmen würden, wir werden das den Menschen ins Zentrum des Geschehens stellen. Und wir werden die Grundbedürfnisse des Menschen befriedigen wollen, angefangen mit den Bedürfnissen der Bedürftigsten. Dann, glaube ich, stehen wir richtig, weil dann wissen wir, wie wir die wirtschaftlichen Ziele einzuordnen haben in Bezug auf andere Ziele, die Menschen überall in aller Welt haben. Menschen möchten befähigt sein, ihr eigenes Schicksal selbst zu prägen. Das ist natürlich in großer Gefahr durch die Automatisierung und künstliche Intelligenz, aber auch die Art der Globalisierung, die wir sie jetzt betrieben haben. Und der Mensch hat große Bedürfnisse, soziale Solidarität zu haben, in eine Gesellschaft eingebettet zu sein. Und das ist auch durch Globalisierung und technologischer Fortschritt auf den Frage gestellt worden. Und diese Ziele zusammen mit den wirtschaftlichen müssen im Zentrum sein, sodass in der Politik wir immer den Menschen und die Befriedigung seiner Grundbedürfnisse im Sinn haben. Wir wissen nicht, wie die Zukunft ausschauen wird. Und wir wissen daher, dass wir mit großer Unsicherheit zu tun haben. Und wie geht man mit Unsicherheit um? Mit Unsicherheit geht man um, indem man die Lernfähigkeiten der Menschen erhöht. Und das ist uns in den letzten 500 Jahren sehr gut gelungen und wir haben riesigen wirtschaftlichen Fortschritt gemacht. Und inzwischen, im letzten Stadium der Globalisierung, des technologischen Fortschritts, haben wir ein zunehmend instabiles System geschaffen, das immer wieder
mit immer größeren Konsequenzen zusammenbricht. Und ich glaube, wir müssen jetzt lernen, um auf neue Herausforderungen gut zu reagieren. Und das bedeutet, dass wir vielseitiger werden müssen, mehr Kompetenzen ausbauen und daher die lange Frist jetzt schon leben. Und das bedeutet, glaube ich, dass wir mit der Umgestaltung unserer gesamten wirtschaftlichen und sozialen Systeme jetzt schon anfangen sollen, obwohl es ein dickes Brett ist, was erst in der Zukunft Rechnung tragen wird. Zum Beispiel nehmen wir unser Wohlfahrtssystem. Das, glaube ich, ist als Reaktion auf Übel der industriellen Revolution ursprünglich entstanden. Es gab ein industrielles Proletariat und Prekariat, große Unsicherheit für eine Minderheit der Erwerbstätigen. Und da musste man größere wirtschaftliche Sicherheit schaffen. Und das ist geschehen. Und durch die industrielle Revolution ist auch die Trennung zwischen Arbeit und Familienleben und das Heim entstanden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir gesehen, wie wichtig es ist, dass der Staat mehr Verantwortung übernimmt für Gesundheit, für Bildung, für Renten und Pensionen und so weiter und so fort. Aber das System der industriellen Revolution gab es weiter und daher auf diesem Fundament ist das Wohlfahrtsstaatssystem aufgebaut worden. Aber seit den 80er Jahren haben wir einen technologischen Fortschritt, der das Digitale viel mehr ins Zentrum bringt. Und durch die Corona-Krise stellen wir uns jetzt viel mehr auf das neue digitale Regime um. Und das bedeutet, dass diese Trennung zwischen Arbeit und Zuhause nicht mehr so scharf ist und nicht mehr so scharf sein braucht. Es ist zwischendurch auch eine Gig-Economy entstanden, wo diese Trennung auch unscharf ist und wo es ein neues Prekariat geschaffen wird. Das Wohlfahrtssystem muss jetzt eingestellt werden auf diese neuen Herausforderungen. Und wenn wir das jetzt tun, dann glaube ich, sind wir auch in der kurzen Frist gut aufgestellt. Was wir erleben, ist, was ich genannt habe, the Great Economic Mismatch. Es ist zu viel Nachfrage in gewissen Sektoren und zu viel Angebot in anderen Sektoren. Amazon, Netflix, viele Gesundheitsorganisationen krümmen sich vor Arbeit und Nachfrage, die man nicht bewältigen kann, währenddem andere Sektoren brach liegen. Und jetzt müssen wir die Möglichkeit haben, in der Zukunft relativ schnell Menschen die Möglichkeit zu geben, Fähigkeiten zu entwickeln, sodass, wenn ein Sektor einbricht, sie in anderen Sektoren arbeiten können. Und wenn wir einen Teil dieser Konjunkturmaßnahmen umgestalten würden, so statt passiver Unterstützung für Personen und Unternehmen, die jetzt unter großem Druck stehen und womöglich sich nicht wieder in der neuen Welt finden werden, statt dem Unterstützung für die Umgestaltung der Arbeit, für die Umgestaltung der Unternehmensstruktur machen würden, dann kämen wir in eine heilere Welt, meines Erachtens. Ich glaube, die wichtigsten Herausforderungen waren klar schon lange, bevor es diese Corona-Krise gab. Aber die Krise hat sie um mehrere Potenzen erhöht. Und was sich herausstellt,
glaube ich, ist, dass durch den technologischen Wandel und durch die Globalisierung wird Routinearbeit mehr und mehr entweder in Entwicklungsländern geschehen oder von Robotern zunehmend bewältigt werden. Und diese Roboter können geschaffen werden nahe am Konsum. So ein Teil des Welthandels wird dadurch zusammenbrechen, weil wir müssen nicht die Güter, die von Robotern produziert werden, importieren. Wir können die Roboter importieren und dann die Güter selbst nahe an den Konsumenten lagern. Und was bleibt dann für den Menschen übrig? Weil Roboter, künstliche Intelligenz, wird immer intelligenter und mit die Wachstumsrate der Qualität von Maschinen ist viel, viel höher als die Wachstumsrate der menschlichen Fähigkeiten. Dass die Maschinenproduktivität bewegt sich nach dem Mooreschen Gesetz und die menschlichen Fähigkeiten wachsen, weiß ich, 2% pro Jahr. Und daher müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen über die Ausgestaltung der Zukunft. In der Zukunft wird mehr und mehr Routinearbeit, mehr und mehr vorhersehbare Arbeit von Maschinen übernommen werden. Und was für uns Menschen dann übrig bleibt, sind soziale Kompetenzen, Kreativität, Aktivitäten, die Verantwortung tragen, Sachen, die Menschen besonders gut machen. Und wenn diese Menschen dann noch technische Kompetenzen haben, mit denen diese sozialen Fähigkeiten verbunden werden können, diejenigen stehen sehr gut da. Und daher macht es wenig Sinn, ein Bildungs- und Ausbildungssystem zu haben, was menschliche Fähigkeiten in Routinesphären ausbildet. Wir sollen dazu schauen, dass wir vielmehr die sozialen Fähigkeiten der Menschen ausbilden und auch in der Schule lernen, Perspektivenwechsel, Empathie, das ganze zwischenmenschliche Interaktionen, das kann gelehrt werden und wird besonders wichtig in der Zukunft sein. Derzeit sind Bildungssysteme und auch Ausbildungssysteme sehr wenig darauf eingestellt. Aber die Menschen, die das können und dann Zugriff zu Maschinen haben, die immer intelligenter werden in den Routinesachen, die werden besonders gut dastehen. Und das bedeutet, dass das, was wir als Fähigkeit verstehen heutzutage, das wird sich ändern. So wie vom Feudalismus zur industriellen Revolution hat sich das Konzept der Fähigkeit geändert. Und die zwischenmenschlichen Fähigkeiten, die für menschliche Fürsorge, die für Betreuung älterer Personen und viel anderes, was wir nicht genügend heutzutage wertschätzen, das wird in der Zukunft besonders wichtig sein müssen. Und diese Menschen, die diese Fähigkeiten besonders haben, die müssen in unserer Wertschöpfung jetzt schon steigen, sodass wir zukunftsfähig werden. Und das bedeutet einen ganz anderen sozialen Status für diese Fähigkeiten und die Menschen, die diese Fähigkeiten besitzen, zu etablieren. Und daher, glaube ich, ist ein Umdenken unserer Bewertung der verschiedenen Berufe und Tätigkeiten in der Gesellschaft jetzt unbedingt notwendig.
Ich glaube, wir haben eine ganze Fülle von globalen Problemen, die in unserem nationalen Interesse sind, sie global zu lösen. Zum Beispiel Klimawandel. Klimawandel, das ist ein globales Problem und keine Nation kann für sich einen großen Unterschied machen. Deswegen wissen wir, dass wir können das nur international bewältigen. Daher müssen wir mit anderen Ländern zusammenarbeiten. Aber durch unser politisches System und durch unser sozialen Gebilde ist das sehr schwer für uns, weil obwohl das Klimasystem und auch die Weltwirtschaft völlig integriert sind, ist die Gesellschaft und die Politik sehr fragmentiert. Deswegen glaube ich, ist die große Herausforderung bei Dingen wie Klimawandel, sie herunterzubrechen auf kleine Gruppen und kleine Gruppen zu befähigen, ihren Teil zu tun und auch eine Erfüllung zu spüren, wenn sie ihren Teil getan haben, an Zielen, die im nationalen und daher auch im globalen Interesse sind. Und da, ich glaube, die große Herausforderung ist daher, dass die Ziele der internationalen Organisationen, wie die G20 und die UN, die müssen in unmittelbarer Verbindung gebracht werden mit den Zielen von Nationalstaaten. Das ist zum Teil im Konjunkturpaket, Koalitionspaket gut angesprochen worden, dass wir jetzt versuchen herauszukommen aus dieser Krise, zum Teil durch eine Neugestaltung unserer Umweltpolitik. Aber die Wichtigkeit, diese nationalen Ziele dann herunterzubrechen zu Länderzielen, Kommunenzielen und noch kleinen Gruppenzielen einziger Menschen, dass jeder weiß, ich kann diesen Beitrag machen, um ein größeres menschliches Heil herbeizuführen. Das wäre für jeden Menschen sehr befähigend und würde auch ein neues Gefühl der Solidarität bewirken, weil in so einer Welt wüssten wir, dass der Nationalismus komplementär zum Multilateralismus ist, dass der Patriotismus komplementär zu Kosmopolitanismus ist, dass unsere internationalen Bestrebungen im nationalen Interesse sind. Und unsere große Aufgabe und besonders auch die Aufgabe von Politikern ist, das zu kommunizieren. Und oft, weil es kurzfristigen politischen Zielen oft nutzt, tut man sich oft auf der internationalen Ebene Ausreden, wenn man etwas Nationales nicht erreicht hat. Davon sollten wir Abstand halten und versuchen, ein System zu produzieren, wo die verschiedenen Ebenen von Makro bis Mikro herunter im Einklang sind. Und der Einklang soll unser Ziel sein in der Bewältigung der nachhaltigen Entwicklung.